Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück bei dem Turing-Test. Ja, die Rätsel gehen immer noch weiter. Es sind aber nicht mehr allzu viele. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Und auch aufgrund dieser Anzeigetafel sehen wir, dass da nicht mehr allzu viel kommt. Ich weiß noch nicht genau, was wir hier machen müssen. Man startet hier manchmal so rein und... Aha. Na, das kann doch bestimmt Tom für mich machen, oder? Nein, doch. Ach so, er kann mich drehen. Das ist auch gut. Machen wir das so. Ich habe mich schon gefragt, wozu die Räume natürlich hier da sind. Ah, schon mal eine rote. Und eine blaue. Die... Oh, da ist die Tür zu. Gut. Aber wer macht denn jetzt den Hebel für mich? Okay, wir drehen wieder Ava. Können wir das nicht... Kann ich den unteren Teil vielleicht... Nee, den kann ich nicht ziehen oder sonst was. Hier gibt es eine Treppe. Komme ich aber so nicht einfach ran. Das Doofe ist, ich kann das Ding jetzt zwar nach vorne fahren, aber ich komme nicht rauf. Oh nee, ich habe da eventuell eine Vermutung. Oder? Oder? Ich habe erst gedacht, vielleicht muss man das Ding hier an der Stelle drehen, aber ich komme ja gar nicht hier hin. Die Schiene ist ja nur mittig. Wie Ava immer, die springt immer so entzückend. So ganz kleine Häschensprünge. Wie? Ist das schon wieder, das sieht ja aus wie ein Bonusraum. Ich könnte natürlich mal versuchen, was passiert. In diesem Raum war die blaue Bubble. Da hatte sich jetzt nichts gedreht. Oder nichts getan. Oder geht hier vielleicht irgendeine Treppe? Nee. Da bringt es an, wenn ich da die rote anbringe. Ah, vielleicht... Ah, hier. Vielleicht hier hinten. Yay. Geht das schon mal hoch? Bringt aber auch noch nicht allzu viel. Ich brauche eigentlich die Treppe da hinten. Irgendwie von den beiden Räumen auf jeden Fall. Aber so können wir schon mal hoch und runter. Kann ich das auch da fahren? Und Tom kann das Ganze drehen, aber mehr leider auch nicht. Vielleicht so schräg, dass man dann... Echt jetzt? So wirklich diagonal? Ich weiß nicht, ob das klappt. Haben wir das so ungefähr richtig? Jetzt kommt der Hasensprung. Achtung! Yes! Oh oh. Ja! Perfekt. Oh, ich wollte schon sagen. Das Ding geht jetzt aber nur einmal kurz... Ich glaube, ich brauche den blauen da drüben dann nicht mehr. Wenn ich hier drüben bin, kann ich zu Tom wechseln, das gerade machen? Und ich muss... Nee, das stimmt nicht. Ich muss ja irgendwie, ja... Nee, das mache ich dann von hier aus. Die stimmt. Stimmt. Komm mit. Und nochmal. Ich nehme mit. Eieiei. Und springen. Das können wir jetzt schon mal nach ganz hinten fahren. Tom dreht mir das einmal. Ja. Thank you very much.
Den müssen wir jetzt leider... Obwohl, nö, den können wir eigentlich auch mitnehmen. Weniger Laufweg. Und wir müssen da rein noch. Oh, nee. Und ich glaube, da gehört die rote rein, ne? Ich sehe das schon kommen. Oh nein, ich kann, glaube ich, die blaue mal ganz kurz getrost vergessen. Tom, schnell, dreh das Ding. Nein, das hat nicht gereicht. Oh nee. Das muss denn schnell gehen. Oh, tricky. Mhm. Schnell rüber. Drehen, 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 drehen. Zurück. What? Nein. 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 Ja, Tom. Das ist ja... Ach, nee. Das werde ich so doch nicht schaffen, oder? Komm, wir probieren es doch einmal. Puh. Oder wir stellen uns das gleich schief hin. Könnte auch. Das könnten wir auch machen. Oder irgendwie so, dass es mir jedenfalls hilft. Also wirklich auf den grünen Nenner komme ich so, glaube ich, nicht. Kann ich von hier so vielleicht wump und wump? Ja, das klappt. Okay. Ha. Oh, man muss ja auch einfallsreich sein hier. Yay! Yeah. Ha. Ich glaube, ich brauche die blaue. Ich hoffe, ich brauche die. Ja, Gott sei Dank, ich brauche sie nicht. These tests, Ava. They are about us working together. The machine assisting the human. See how much better we work together. As a machine, I can enhance your morality. Naja, ich meine, so viel Moral kannst du ja jetzt ja auch gar nicht mit einbringen, außer in die Geschichte. In die, ja, in die Geschichte halt, ne? Hui! Na Tom, dir ist schon schlecht? Aber Gott sei Dank sagt er auch, es jedenfalls arbeitet die Maschine für den Menschen. Man hat ja da so manchmal seine Zweifel hier. Aber ich glaube, ihm war das jetzt eher zweitrangig. Hm, Tom, du musst, glaube ich, am Grünen hängen. Oh, Grundgütiger, was ist denn hier alles los? Aha. Zwei Lila, ne? What the... Wieso? Ach so, warte mal, vielleicht... Ne, die Grünen, die dürften sich jetzt wieder nicht schalten. Ja, ja, das hatten wir schon mal, das Spielchen. Grün und Lila schaltet sich bei dieser Art von Schaltung nicht. Aber wir könnten das mit einem blauen erledigen. Aber jetzt erstmal kurz Tom. Uns könnte ein bisschen schwindelig werden vielleicht. Ah. Da war doch noch so ein Ding. Ach, da hinten. Da kommt er gar nicht ran. Bitte gib mir meine Ava zurück. Diese Tür ist auf. Aha. Das hebt die Hebebühne später. Und das Ding... Das muss Tom ja auch irgendwie erreichen. Ach, hier bist du auch nochmal. Und dann geht das zweite Ding hoch. Oi, oi, oi. Das heißt, ich kann Tom noch nicht mal die grüne Bubble klauen hier. Ich hätte sie ja vielleicht ersetzt. Beziehungsweise, warte mal, du brauchst ja eigentlich nur... Natürlich bleibst du oben, anstatt unten. Das wird ihm mit dem blauen auch passieren, oder? Ich lege das mal kurz ab. Nee, dann bleibt er dauerhaft. Okay. Gibt es denn da oben noch was? Kamera.
Also es war schon mal besser, dass wir auf jeden Fall getauscht haben. Was ist das denn? Aber hier kann er... Was? Hier kann er aber auch jetzt nicht unbedingt viel machen. Gibt es noch was anderes? Das Ding? Gibt nicht mehr. Aber dass wir getauscht haben, ist schon mal besser. Ach, die Kamera kann denn später nach hier. Das ist die denn da? Oh Gott, ich versuche gerade in meinem Kopf so die Abgänge einzuspeichern. Ah. Ja. Ja, das reicht auch so. Ein bisschen die eigentlich? Nee, der blaue reicht auch nicht. Na, das ist okay. Nehmen wir uns erstmal den mit, dann schiebt sich die Kamera automatisch. Ich meine, von, warte mal. Nicht, dass uns gleich schlecht wird. Wir gucken mal. Okay, das wäre dann der nächste Schritt. Und von ihr aus kann... Oh, nee. Ich weiß wie. Ich weiß es. Ich muss jetzt nur da irgendwie rauf. Mhm. Na dann, lass mal unser Glück probieren. Mal gucken, ob ich einen Fehler gemacht habe. Okay, erst das Ding. Jetzt müssen wir erstmal zu Ava zurück, damit sie tauscht. Sie muss jetzt hier rauf. Ja, hab dich. Jetzt zur Kamera. Ah! Oh. Hä? Wieso ist denn... Wieso geht die denn nicht? Ich hab doch da extra... Oh, grundgütiger. Ich hab da doch keine Bubble entnommen. Ah. Okay, dann machen wir es eben mit zwei blauen. Ist mir auch recht. Aber ihr habt schon gesehen, das hat ganz gut geklappt, ne? Wo ist... Ja, du musst jetzt noch mal ganz kurz das Ding ausmachen. Boah. Oh nein, meine CPU-Auslastung. Ich bin... Und nicht, dass es jetzt bei euch geruckelt hat. Ich bin hier schon in der dritten Folge heute. Es kann sein, dass es ab und an für dich geruckelt hat. Für euch. Dann tut es mir leid. Ich habe es gerade hier erst gesehen. Der Tatsache. Irgendwie ist die CPU gerade zu viel belastet. Dabei ist eigentlich nichts anders. Und ich habe auch nichts im Hintergrund laufen. Was ist hier los? Ich werde das mal weiter beobachten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nichts, was euch jetzt ewig belastet. Oh. Doch, irgendwie ruckelt er für euch. Oh nein! Oh nein! Ich hab grad mal die Klappe aufgemacht. So, das müsste es aber gewesen sein. Ey, was ist da? Are we still friends, Ava? Nein. We're colleagues, Tom. Close colleagues. Work colleagues. Wie blöd. Wir sind nur Arbeitskollegen. Dafür musst du doch Mensch sein. Mensch. Gemensch. Kannst du eigentlich auch einen Strahl... Ja, Tom. Das geht. Mhm. Schön da bleiben. Okay, das ist die eine Sache, aber
Das sieht ja auch so aus, als müsste ich da irgendwie mal was machen. Die Lichtbühne lässt sich verschieben. Gucken wir mal in den anderen Räumen. Oh, das sind ja riesige Level. Aber von hier aus kann ich den Tom sehen. Ja gut, bringt mir jetzt aber nicht allzu viel. Aber Tom hat so eine Bubble irgendwie im Rücken. Zeig ich mal her. Natürlich nicht. Aber da ist eine. Aha. Ich glaube, Tom, du musst mit mir hier auf Reisen gehen. Ich weiß noch nicht so genau, warum. Eva. Boah. Spring. Oh Mann, jetzt ruckelt's ja wirklich. Leute, ich höre mal kurz auf. Für den Moment. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ist ein bisschen kürzer halt heute. Ich muss noch mal schauen. Irgendwas läuft da anscheinend im Hintergrund. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eigentlich ist alles aus. Merkwürdig. Okay, bis gleich.